Warum hat der Prophet jemanden mit Alkoholproblemen verteidigt? Über fehlerhafte Menschen, große Herzen und wie ein Gefährte trotz seiner Sünden den Propheten zum Lachen brachte. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebte ein Mann namens Abdullah. Es gab mit Sicherheit mehrere, die Abdullah hießen, aber dieser war besonders. Zum einen war er bekannt dafür, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Lachen brachte. Und zum anderen war ebenso von ihm bekannt, dass er ein Problem mit dem Alkohol hatte. Er trank, wurde auch wiederholt dabei erwischt und auch dafür bestraft. Bis einmal jemand von den Leuten sagte, Allah verfluche ihn, wie oft wird er gebracht? Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verflucht ihn nicht, denn bei Allah, was ich von ihm weiß, ist, dass er Allah und seine Gesandten liebt. Die Begebenheit mag überraschen. Ein Gefährte, der ein Alkoholproblem hatte? Floss denn nicht nach der Herabsendung des Alkoholverbots der Wein in den Straßen von Medina, da alle Vorräte umgehend zerstört wurden? Wie kann es überhaupt sein, dass ein Gefährte, und wir kennen den Status der Gefährten, mit einem solchen Problem zu kämpfen hatte? Nun, es zeigt zum einen sehr deutlich, dass der Koran nicht auf eine Gesellschaft von Engeln herabgesandt wurde. Es waren Menschen. Und unter den Menschen gibt es immer solche und solche. Überraschend wäre, wenn Abu Bakr und Umar diejenigen wären, die wiederholt beim Trinken erwischt wurden. Das ist sicherlich richtig. Aber nicht jeder war Abu Bakr und Umar. Beide waren Ausnahmen, selbst unter den damaligen Gefährten. Und Abu Bakr war noch einmal die Ausnahme unter den Ausnahmen. So sehr, dass Umar es zwar liebte, bei guten Taten mit ihm zu wetteifern, aber irgendwann einsehen musste, dass er ihm nicht das Wasser reichen kann. Wenn wir heute von den Gefährten sprechen, haben wir meistens automatisch Abu Bakr und Umar im Kopf. Aber sie gehörten zu den Vorreitern, zu den ca. 100, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind und deswegen die harte Zeit in Mekka hautnah miterlebt haben. Und ebenso gehörten sie zu den 10, denen das Paradies versprochen wurde. Bei seiner letzten Pilgerfahrt kurz vor seinem Tod begleiteten den Propheten sallallahu alaihi wasallam allerdings mehr als 100.000 der Gefährten. Die meisten von ihnen haben nicht in der Frühzeit in Mekka den Islam angenommen, sondern später, als es in Medina schon einfacher wurde oder erst nach der Eroberung von Mekka, als niemand mehr als Muslim in seiner Heimat etwas zu fürchten hatte. Das mindert ihren Status nicht im geringsten. Und Allah sagt, wa kullen wa'adallahu al-husna. Allah hat allen von ihnen Gutes versprochen. Aber es bedeutet auch, dass wir vorsichtig sein müssen mit diesem Bild, das wir gerne von den Gefährten zeichnen. Es waren nicht alle, wie Khabbab ibn al-Arad, der den Islam angenommen hat und auf übelste Weise gefoltert wurde und trotzdem an seiner Religion festgehalten hat. Und es zeigt ebenso, dass es auch in dieser Generation, die unbestreitbar die beste in der Geschichte des Islams ist, Menschen gab, die mit Sünden, Fehlern und Schwächen zu kämpfen hatten. Wie Abdullah und sein Problem mit dem Alkohol. Das war die eine Schwäche von ihm. Und er hatte natürlich auch seine guten Seiten. Wie die, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam oft zum Lachen gebracht hat. Und nein, das ist kein Ausgleich dafür. Keine Rechtfertigung. Den Propheten zum Lachen zu bringen, ist kein Freifahrtschein für irgendeine Sünde. Er wurde ja auch dafür bestraft, wenn man ihn erwischt hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht zugelassen, dass man ihn deswegen verfluchte, als würde man ihn komplett aus der Gemeinschaft der Muslime ausschließen. Es zeigt auch, dass selbst die besten Menschen ihren Kampf zu führen hatten. Und es sollte erst recht normal sein, dass wir heutzutage unsere Schwächen haben, die uns immer wieder herausfordern. Dinge, nach denen wir verlangen, aber wir halten uns trotzdem zurück. Manchmal sind es Gedanken, gegen die man ankämpft. Vielleicht ist sogar einiges dabei, das man nie jemandem anvertrauen würde. Und das muss man auch nicht. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass nicht Allahs Fluch deswegen auf einem lastet.
oder dass man deswegen im Jenseits schon verloren ist. Besonders, wenn man sich darüber nicht zu reden traut, kommt schnell der Schaitan und redet einem ein, man wäre der einzige Mensch auf der Welt mit diesem einen Problem. Und das Gleiche sagt er auch jedem anderen. Aber das ist ganz sicher nicht der Fall. Niemand von uns hat eine Schwäche, gegen die nicht auch tausend andere ankämpfen müssen. Und solange wir das tun und nicht einfach aufgeben, wird Allah uns auch nicht allein lassen. Auch dann nicht, wenn die Auseinandersetzung manchmal übermenschlich erscheint. Vielleicht sieht Allah auch etwas Gutes in dir, wenn er dir einen Kampf zumutet, den andere schon längst aufgegeben hätten. Denn ist es nicht so, dass ein König in die härtesten Schlachten nur seine besten Soldaten schickt? Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.